Ja, dann sagen wir erstmal ein herzliches Moin Moin, Servus und Konnichiwa. In so. Ja, warum Konnichiwa? Ganz einfach, weil wir heute ins ferne Land der Asiaten, der Japaner landen. Der, sag mal, außergewöhnlichen Esskultur mit Finger und Stäbchen und so weiter. Und ja, warum heute in Japan? Da wir heute die 10 skurrilsten, verrücktesten und krankesten Sachen aus Japan vorstellen. Warum wir heute darauf kamen, das werdet ihr wahrscheinlich auf Platz 1 erfahren. Warum gerade heute dieses Thema? Es war atemlos, Besorgnis, es war einfach nur krank. Und darum haben wir gesagt, diese Themen nehmen wir einfach mal heute ran. Und ich glaube, da fangen wir auch gleich mal mit Platz Nummer 10 an. Und zwar der Liebes-BH. Ihr habt richtig gehört, liebe Leute, ein Liebes-BH in Japan. Es ist eine neue Erfindung in Japan. Es funktioniert so, dass man, sag mal, ein BH an seine Tochter oder je nachdem, Frau, sich den ersten BH anschließt und der öffnet sich nur, wenn man eine Person liebt. Also jetzt nicht einfach so mit, sagt, ich liebe dich oder so. Nein, es geht eine Herzfrequenz, es ist ein kleiner Synapse an diesen BH angeschlossen, der eine Herzfrequenz, sag mal, misst. Und je stärker der Puls ist, also die Schlagkraft, die macht der Popoch, 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 Popoch. Und ja, wenn man errötet ist, beziehungsweise heiß ist oder jemand liebt, je mehr, sag mal, pocht das Herz und es pocht, pocht, pocht. Auf jeden Fall, wenn du einen bestimmten Grad erreicht hast, dann öffnet sich der BH und dann macht einfach Pop und dann ist er offen. Was geil wäre, wenn du, weißt du, bist mit einer neuen Klasse. Das ist ja auch irgendwie geil. Stell dir richtig vor, man kommt in eine schöne neue Klasse, man ist aufgeregt, in dem Moment hat man ja auch so einen schönen Herzpulsschlag und auf einmal macht's puff und der BH ist offen und alle können gucken. Oh, die mag ich. Stell dir mal richtig so geil vor. Damit kann man echt Eindruck hinterlassen. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall eine wundervolle Erfindung für jeden werdenden Papa, der genau weiß, ich kriege eine Tochter. Ja. Erste BH, was meine Tochter kriegt, ist auf jeden Fall so ein Liebes-BH. Eindeutig. Hundertprozentig, da soll erstmal ein Typ rankommen. Ja, Oder der besser geht nicht unter auf. Strom setzen. Ah, gute Einleitung. Aber das kommt, glaube ich, erst später, ne? Aber jetzt kommt erstmal, glaube ich, war noch eins, zwei, Platz Nummer 9. Genau, es kommt für euch Platz Nummer 9, nämlich das Getränkeautomatenkleid. Warum das Ganze so heißt, das seht ihr in einem meiner Bilder. Dafür müsst ihr auf meinen Channel natürlich gucken, das ist leider ein bisschen doof gelaufen. Faustia hat die Bilder noch nicht so eingebaut, aber das ist kein Problem. Kriegt ihr das nächste Mal auch hin, Na wo sich klar. der ist. Und zwar ist es nämlich so, die Japaner, die sind ja immer so ein bisschen, haben ein bisschen Angst von wegen hier Stalking und hast du nicht gesehen, die leiden unter leichten Verfolgungswahn. Gut ist nicht unbedingt verkehrt. Es gibt viele hübsche Japanerinnen und viele bösartige Gesellen da draußen. Und damit sie sich vor solchen Leuten verstecken können, hat jemand sich überlegt, wir machen eine Art Tarnvorhang, wie die Ninjas damals sich als Baum verkleiden. Nur diesmal nicht als Baum, sondern als ein Getränkeautomat. Also von daher auf jeden Fall für mich eine wohlverdiente Nummer 9 in unseren komischen und skurrilen Sachen aus Japan. Und Eindeutig. ich denke, danach sollten wir auch unbedingt weitergehen zur Nummer 8. Ja, und zwar, warte mal, Platz Nummer 8 ist der Gesichtszocker zum Lachen. Was? Gesichtszocken? Nein, Gesichtschocker zum Lachen. Und zwar, naja, stellt euch ja mal vor, manche Leute können ja nicht grinsen. Du guckst sie stundenlang an, Gesichtsbattle, du guckst an, tief in die Augen. Wer lacht als erstes? Wer muss als erstes lachen? Ja, und was ist? Der andere lacht nicht, weil. Keine Ahnung, er hat keine Emotionen, keine Muskeln in der Fresse, keine Ahnung, man weiß es nicht. Aber dafür gibt es eine Lösung. Die Japaner haben eine Lösung entdeckt. Und zwar der Gesichtsschocker. Stellt euch vor, ich habe, so wie ich jetzt gerade mein Headset auf habe, diesen Strich geht dann hier runter durch. Und dann habt ihr hier noch ein paar Synapsen. Und wenn du lachen willst, sag mal, kommt entweder ein Knopf oder Emotion. Und dann kriegst du ungefähr 50 bis 60 Volt einfach mal ins Gesicht geklatscht. Und dann kling, lachst du. Immer einen Schock bekommst, ting, lachst du? Ja, ich lache. Ich weiß nicht, ob das krank werden soll oder ob das helfen soll. Auf jeden Fall, ich stelle es mir krank vor, wenn auf einmal eine Person vor dir steht, kriegt einen Schock und steht dann so vor dir. Hallo Leute, hoffentlich geht's dir gut. Ich bin Karl Gustav Heinz. Konnichiwa. Ein Japaner namens Karl Gustav Heinz, finde ich genial. Ja, klar. Genial. Aber mal ganz ehrlich, für wen machen die eigentlich Werbung? Für den Schocker oder für die Zähne? Hi, ich Ja. lache.
Wollte gerade sagen, am besten schön für Zahnarzt. Vor allem, das ist ja kein Grinsen, das ist schon schmerzverzerrt. Ja. Das ist doch ein Lächeln, ich krieg da durch die Schnauze. Wollte gerade sagen, ja, ich bin glücklich. Probiert es doch mal zu Hause aus, mit einer Gabel so in die Steckdose. Nein, lass es sein. Nein, bloß nicht. Ich hab das schon hinter mir. Jetzt wisst ihr, warum er so viel grinst. Ja. Er kommt auch aus dem Land des Lachens. Immer. Und ich würde sagen, wir gehen einfach weiter zu Numero 7. Seven. Und das ist der Embryo 3D-Druck. Viele von euch werden sich jetzt denken, what the fuck, wer denkt sich denn sowas aus? Aber ey, ich finde das genial. Für jede werdende Mama und Papa. Ey, viele haben ja immer diese Ultraschall-Bilder und sagen, oh, hier ist das kleine Händchen, das ist das kleine Beinchen. Warum nicht gleich als 3D-Druck? Das ist doch viel cooler. Sagst du hier, fass mein Kind an, ich werf's dir mal zu. Was? Bisschen lütt, ne? Das ist doch viel cooler. Oder du verarschst einfach deinen Vorgesetzten und sagst, hier, ich hab mein Kind in Eis eingebettet. Ewiges Leben. Das mach erst mal. Ja. Also auf jeden Fall, also 7. Platz ist vielleicht noch ein bisschen zu gering dafür, aber ich find's, das ist der schmale Gang zwischen verrückt, kreativ und absolut krank. Ja. Also das ist eher so ein Zwischending, der sich dazwischen alles durchschlängelt. Absolut. Eindeutig. Also, da denkt man auch manchmal, what the fuck? Ja, ich glaube, jetzt geht's auch schon weiter zu Platz Nummer 6, ne? Ja doch, 6. Richtig, und das ist das Portable Bidet. Viele von euch wissen vielleicht nicht, was ein Bidet ist. Nein, das ist nicht, um die Füße sauber zu machen, weil da Kacke dran hängt. Aber es hat mit Kacke auf jeden Fall zu tun. Nämlich nach dem Klo Arsch abwischen. Aber mit Wasser. Ihr kennt es ja bestimmt in vielen, in japanischen Ländern zumindest, gibt es diese kleinen Sprühhähnchen da, die dir denn nach dem Stuhlgang den Hintern abputzt. Mit warmem Wasser, je nachdem. Wenn es keine Heizung hat, dann kann es auch mal kaltes Wasser sein. Das ist natürlich unangenehm und so. Aber ja, und das hat sich jetzt jemand gedacht, das muss es doch auch tragbar geben und hat es auch wirklich entwickelt. Man füllt am Morgen da ein bisschen warmes Wasser rein. Und wenn man sich am Tag so denkt, oh, jetzt war ich auf Klo, wird einfach drauf losgesprüht. Weil nicht jedes Klo hat sowas. Also ich finde es jetzt in Ordnung. Ich finde, das ist eine schöne Art. Es wird auf jeden Fall sauberer als manchmal mit Klopapier. Ich meine, wie oft von euch haben jetzt schon mal ihren Freund gesehen, der hat die Hose ausgezogen. Auf einmal sieht man eine Bremsspur mit ein bisschen nach Kalkutta. Kalkutta meine ich. Das ist natürlich auch räudig, das stimmt. Aber ich... Faust ist da eher der anderen Ansicht. Ja, weil ich, keine Ahnung, ich würde mich damit mit sowas nicht anfreunden können. Hast dein Geschäft erledigt, sag mal, schönen langen Sitzung mit einigen Geschäftsabzügen, Privatgesprächen und so weiter und dann auf einmal kommt irgend so ein Strahl aus dem Hinterhalt und sprüht dir erstmal was aus. Ich keine Ahnung, ich würde da irgendwie denken, was kommt jetzt da auf einmal? Mega geil, die Aussage geht, ein Strahl aus dem Hinterhalt. Ja. Die alle Aussage. Fossi, das war eine Überleitung, also dafür müsstest du gekürt werden. Ich werde dich für den Nobelpreis vorschlagen. Na klar, immer doch. Wie heißt denn immer schön? No risk, no fun. Ja, und da kommen wir, glaube ich, auch schon zu Nummer 5. Und zwar Beine zum Mitnehmen. Wie jetzt Beine zum Mitnehmen? Die gibt's doch schon. Schaufensterpuppen, denkt ihr euch bestimmt hier diese Strapsbeine, die man in den Schaufenstern sieht, skurrile Weise und so weiter. Nee, wir reden von Japanern. Was haben sie gerne? Schoßkissen. Jeder Japaner mag das. Wenn ihr schon mal ein Anime gesehen habt, die älteren Herren, Schoßkissen. Was mit Schoßkissen gemeint ist, jeder kennt das, eine schöne, zwei Beine aneinander, sag mal schön mit dem Kopf auf weibliche Beine rauf und einschlafen. Ja, nur manche Männer haben halt kein Frauchen und lassen das nicht zu. Also haben sich die Männer der Japaner sich ausgedacht, warum stellen wir nicht einfach mal ein paar Beine her, beziehungsweise, ja, Silikonbeine und nix hier wegen hier, naja, Quicky-Quacky und so weiter, ne? Ne, ganz normal zusammengepresste Beine und daraus ein Schoßkissen zu machen. Da kannst du dich wohlfühlen, drauf schlafen, Haier machen, knuddeln und wenn du dich einsam fühlst, auch schlafen oder, naja, deine Begierde ausfüllen, je nachdem, was du da magst auf den Beinen.
wollen wir lieber nicht weiter vertiefen. Ich bitte darum. Ja. Also, du sagst es aber schon, viele Japaner stehen ja wirklich drauf, die finden es toll, halt wirklich auf den Beinen zu legen, sich den Kopf kraulen zu lassen dabei und dann einfach gemütlich einzuschlafen oder sich dabei die Ohren putzen zu lassen. Ja, für diese Männer ist es halt am besten gedacht, die halt keine eigene Frau finden. Also ja. Ich find, das ist gar keine mal so schlechte Idee. Es sieht ein bisschen komisch aus, auf jeden Fall. Es ist schon kurios. Ja, aber eindeutig. Es ist nicht unbedingt krankes. Nö, krank nicht unbedingt, aber es ist schon ein bisschen. Es ist auch schon wieder so ein Mittelgrad, weil man überlegt sich, abgetrennter Körper, du hast wirklich nur die Schenkel, Unterbeine und dann kannst du drauf pennen. Am besten also noch mit zur Arbeit nehmen, weißt du? Ach, ich hab heute einen ganzen Bürojob, stell ich mir auf den Tisch, bumm, Penze ist mal da. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich bin ja eher für das Brustkissen als für das Beinkissen, aber. Ja. Das auf jeden Fall, die sind auch viel weicher. Richtig. Aber kommen wir weiter zu Nummer 4 auf unserer Liste: Adoption in Japan. Und zwar meinen wir damit ganz genau, dass die Japaner in diesem Sinne wirklich komisch sind. Wenn wir in Deutschland sagen, wir wollen jemanden adoptieren, dann meinen wir damit ein Kind. Oder Baby. Oder ein Baby. Genau, weil man halt keine eigenen Kinder kriegen kann, will man sich halt einen adoptieren, weil man dann eine Familie gründen will. Ja, die in Japan sind aber so kurios, die adoptieren sogar Erwachsene. Um genau zu sein, viele von euch werden sich jetzt denken, ja, klar, die adoptieren sich irgendwelche Frauen für ihre Dienste. Nein, ist es nicht. Am meisten, nämlich 98% der Adoptionen in Japan sind erwachsene Männer. Und zwar aus dem einfachen Grund, die Japaner haben ja viele Firmen und Filialen und wollen natürlich einen ordentlichen Erben dafür. Also suchen sie sich einen Mann aus, der was taugt, wo sie denken, Mensch, der könnte arbeiten, den will ich haben, einmal einpacken, nehme ich mit. Ja. Das Schlimme ist, die meisten wollen das sogar. Es gibt direkt Börsen, Verhandlungsseele, es gibt sogar Vermietungsseele. Also halt hier so Aktionshäuser, wer unterm Hammer kommt, ist versteigert. Wer meistens für den Typ steigert, der hat gute Noten in der Schule gehabt, das ist ein richtiger Racker. Der eine bezahlt da 10 Millionen Yen beispielsweise und dann, bupp, hat er den. Versteigert, zum ersten, zweiten und zum dritten, bupp, auf den Hammer gehauen, fertig. Nehme ich mit, mach eine Schleife drum, passt. Ja, der wird jetzt Nachfolger von meinem Riesenimperium. Einfach mal so. Der braucht noch nicht mal irgendwelche. In dem Sinne eine geile Idee. Aber auch irgendwie, keine Ahnung, klingt das aber auch schon wieder nach Menschenhandel irgendwie manchmal. Ja, Menschenhandel, genau. Man denkt schon wieder so eine Zwischending. Ja, stimmt. Das ist schon wieder zwischen krank und seltsam. Sehr seltsam. Ja. Aber wir kommen weiter zu Platz Nummer 3. Nämlich Kancho! Bitte, Forsi, sag uns doch einmal deinen Kancho! Kancho! Und Kancho ist was ganz Lustiges, also da mussten ja. Wir mussten wirklich lachen. Ich meine, es gibt eine Serie, eine Show in Japan, wo sich einer den anderen seinen Finger in den Po schiebt und der andere muss darauf rufen: Kancho! Viele von euch werden sich jetzt an eine Szene ganz besonders gerne erinnern, nämlich aus Naruto, wo Kakashi ja Naruto von hinten so Jutsu des tausendjährigen Schmerzes, zack, Finger im Po, Mexiko, Marisaten, auf Wiedersehen. Jo. Und dann, und jetzt stellt euch vor, die rufen auf den Mann, Kancho! Kancho! Ich sag ja nur Staffellauf. Beste Szene. Bupp! Den Stab, naja, im Hintereingang und auf einmal Kancho! Der Arme tat mir aber auch leid, der musste auf Klo. Ja. Und dann noch was hinten reingesteckt bekommen. Kancho! Kancho! Ja, es ist also irgendwie so, krank. Ich glaube, zu Kancho kann man sonst nichts mehr weiter sagen, außer mehr als freaky. Auf jeden Fall. Freaky. Stell dir mal vor, du machst das bei deiner Party. Ja. Rennst in der Party rum, steckst eine Frau, die du magst, einen Fingerpo und sie ruft Kancho! Und geht dann übelst ab. Oder bist an der Bar, weißt du, eine heiße Lady kommt an, statt irgendwo anzuquetschen, steckt sie dir erstmal einen Finger im Arsch. Und du musst Kancho brüllen, Alter. Ich würde erstmal sonst was abdrehen. Geschüttelt, nicht gerührt. Ja. Egal. Ja, auf jeden Fall. Also daher geht jetzt, glaube ich, erstmal weiter mit Platz Nummer 2. Po-Button mit Emotion.
Ja, jetzt, was Leute denken, hey, what the fuck, was wollen die von mir? Pobak mit Emotionen, was soll das denn heißen? Und nein, ich rede nicht von Gesäßblähungen, beziehungsweise Gesäßhusten oder so weiter, nein, also nicht hier die Gase, die entweichen und die Vibrationen, davon rede ich diesmal nicht. Na gut, Vibrationen sind dabei. Es geht darum, stell euch mal wieder vor, wie Sitzkissen, nur halt langgezogen, also ganz normal Unterteil einer Frau und man haut auf den Po. Was passiert? Es vibriert. So, und das haben die Japaner sich zum eigen gemacht und haben sich daraus ein kleines Mini-Spielzeug für einsame Single-Männer gemacht. Du kannst auf dieses Spielzeug, entweder du streichelst es, dann fängt die Pobacken sich an, langsam, sag mal, einzuziehen, sag mal, in eine Masse, so halbwegs, also schön knackig zu werden. Wenn du denn draufhaust, fängt es an zu wallen, als wie, keine Ahnung, wie ein Tsunami oder wie so eine Welle. Was aber auch irgendwie skurril ist. Und dann kannst du drei, viermal raufhauen, wie Bongo Beispiel, und dann vibriert der Po. Und du kannst, naja, noch andere Sachen denn damit nachher mit auch anstellen durch die Vibration. Aber es geht jetzt schon wieder zu weit, aber auf jeden Fall. What the fuck haben die Japaner in ihrem Hirn, dass sie so einen Scheiß erfinden? Also Platz Nummer 3 ist absolut wohlverdient, weil keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht Zwei. haben. Zwei! Also keine Ahnung, was die Japaner sich dabei gedacht haben. Ich auch Kannst du mir nicht. nicht erklären. Stell dir vor, man haut auf eine Pobacke, ist klar, real, es wackelt ja auch ein bisschen alles. Es sei natürlich schön hauteng und so, aber. Klar, und bis dann streichelt sie sich nochmal zusammen, auch in Ordnung, aber ey, ganz ehrlich, wer regt sich denn auf? Das musst du verkaufen, Arsch, das will jeder haben. Also, soviel ich weiß, gibt's fast jeder Vierte oder so in Japan hat so ein Ding. Was ist, wenn du reinbeißt, fängt an zu blähen? Das wäre eklig. Na gut, Aber interessant. interessant, aber manche stehen vielleicht drauf. Aber du sagst gerade stehen drauf und ekelhaft. Und damit sind wir, glaube ich, auch am ersten Platz unseres Rankings angekommen. Ja, das absolute No-Go. Als wir das gesehen haben und gehört haben, ganz ehrlich, liebe Leute, das ging für uns gar nicht. Unser Platz Nummer 1 ist Kindergummipuppen. Jetzt hört nämlich auch der Spaß auf. Anfangs von 10 bis 2 ist alles noch ein bisschen spaßiger gewesen, aber jetzt wird's aus. Also, sorry, wenn wir jetzt euch den Spaß nehmen müssen oder beziehungsweise jetzt nicht mehr so spaßig wird, aber das können wir einfach nicht über Spaß geben. Das ist einfach nur abartig krank. Es ist Pädophilie. Das ist, ja, einfach Pädophilie. Ich Ihr habe könnt auch ihr mir nur ganz sagen, kurz, was ihr wollt. ich habe auch nur einmal ganz kurz das Bild jetzt eingeblendet. Ich werde es jetzt auch wieder ausblenden, weil es selbst mich einfach stört, persönlich. Ja. Ich finde einfach, es soll zwar gegen Pädophilie wirken, es soll dazu bringen, die Leute, dass sie sich halt lieber diese Gummipuppen holen, anstatt sich an Kinder vergreifen. Einerseits eine gute Sache, andererseits, es geht doch nicht. Man kann doch nicht eine Krankheit bekämpfen, indem man sie unterstützt durch eine andere Assoziation, Assoziation. Man richtig. kann sie doch nicht auf das eine fixieren, auf eine Gummipuppe, weil wenn sie die Gummipuppe irgendwann satt haben, vergreifen sie sich wirklich an das nächste Kind. Richtig. Erstens das und zweitens, man kann eine Krankheit wie Pädophilie nicht auf ein Objekt fixieren lassen. Also es ist immer noch ein Objekt und Pädophilie geht darum, dass man auf kleine Kinder steht, wie Pädophilie, und die lebendig sich wehren und das eigentlich auch gar nicht wollen, beziehungsweise manche wollen es, ne? Ist immer so eine Sache, aber trotzdem sind sie immer noch Kinder und lebendig. Und du kannst keinen, sag mal, diese Krankheit nicht auf Objekte fixieren. Das Schlimme ist, der Staat kann deswegen nichts machen, weil es ja angeblich helfen soll, die Pädophilie zu heilen, beziehungsweise es auf ein Objekt einsperren, was aber nicht funktioniert. Es ist immer noch eine Krankheit, die auf lebendigen Menschen geht. Das geht auf die reine Psyche und das funktioniert nicht. Nein. Der Mensch ist nicht doof. Der Mensch will einfach das Original. Richtig. Grundsätzlich, es heißt auch, unsere Gummipuppen sind dafür da, damit die Frauen nicht vergewaltigt werden. Und trotzdem, was ist irgendwann, ist diese Assoziation da, da wollen sie die richtige Haut spüren, Ja. den richtigen Atem spüren. Von daher, ganz ehrlich, liebes Japan, ich weiß nicht, was ihr euch dabei gedacht habt. Mit Medizin und Sinn und Test hat das nichts mehr zu tun. Eindeutig nicht, das ist einfach nur noch krank. Am schlimmsten finde ich, dass es dazu noch ein Handbuch gibt, beziehungsweise sag mal ein Geschichtsbuch, wo denn drin steht, wie du sag mal in dein Haus reingehst, sag mal denn in das Kinderzimmer, die Videos ist langsam aussiehst und. Es gibt wirklich ein Buch dafür, was du fürs allererste Mal, wenn du das Ding benutzt, zum Beispiel ausprobieren kannst. Das ist eigentlich schon, naja, Fantasie, die er in seinen Kopf prägt, die er mit der Gummipuppe probt. Und dann irgendwann mit einem echten Kind macht. Und das ist nicht. Da können mir Entwickler erzählen, was sie wollen. Das ist
keine Therapie, das ist eher Hilfe, kann man sagen. Hilfe dafür, dass sie es machen. Ja, es ist eine absolute Hilfestellung, das sehe ich ganz genauso wie du. Wenn ich schon ein Handbuch habe, was mir erklärt, wie ich mich in das Kind reinschleife, das heißt, es wirkt sich doch schon auf die Psyche ein. Der Mann verstärkt sich im Kopf genau diese Vorstellung, wie er das mit einem richtigen Kind machen würde. Ja. Klar, probiert das erstmal mit dieser Gummipuppe aus, aber das wird sich nicht auf ewig halten. Nein, auf keinen Fall. Im Gegenteil, das wird sie sogar noch verstärken. Erst wird sie Gummipuppe sein, lass ein ganz normaler Mensch sein, der sich dann denkt, ach, ich... Kumpel hat mir das geschenkt beispielsweise, ich probiere mal diese komische Gummi-Kinderpuppe aus. 7-8 Mal gemacht und irgendwann denkt er sich, warum könnte man das nicht eigentlich mit echten Kind? So weil verstärkt man sogar noch die Pädophilie der Leute, die noch vielleicht nur minimal vielleicht mal solche Gedanken hatten. Was eigentlich auch schon ziemlich krank ist, aber trotzdem verstärkt man in dem Sinne ja schon wieder die Pädophilie, weil man denkt, diese Person hat eigentlich noch nie wirklich die Gedanken gehabt. Probiert jetzt mal diese Puppe aus und denkt sich, Puppe könnte ich jetzt öfters benutzen. Irgendwann verschränkt sich das Hirn so danach, dass du, zum Pädophilen wirst. Ja. Und das ist ganz ehrlich krank und liebe Japaner, ich weiß nicht, wirklich nicht, was ihr euch dabei gedacht habt. Und liebe Leute, wenn ihr könnt es ja wie gesagt bei Chris sehen, ich finde das einfach nur krank. Die Dinger sehen wirklich echt aus und ich finde das so, also, da fehlen mir wirklich die Worte. Ja, ich finde es auch einfach nur widerlich. Aber wir wollten jetzt auch gar nicht ewig rumschwafeln, nein. Aber das war halt ein Thema, das mussten wir einfach mal ansprechen. Wir wollten auf jeden Fall. Haben, damit ihr einfach mal wisst, es ist nicht alles gut, was erfunden wird. Es ist nicht alles witzig, was erfunden wird. Aber das war jetzt eins dieser Sachen, wo wir aber sagen mussten, das geht für uns persönlich gar nicht. Absolut nicht. Und jeder, der sich jetzt denkt, oh geil, das muss ich mir holen, keine Ahnung, bitte ich euch, den nächsten Psychiater und der irgendeine Nummer anzurufen und nachzufragen, ob noch alles IO ist. Dankeschön. Auf jeden Fall, sehe ich ganz genauso. Denn bitte sucht euch Hilfe, weil das kann für jeden schlecht enden. Erstmal für dich und zweitens auch für die armen Opfer, die Kinder. Ja, ganz genau. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal aus dem schönen Japan. Ciao. Ciao.